Bleib stehen! Anhalten! Scheiße! Bitte, fahren Sie schnell hinterher, man hat mir mein Auto geklaut. Bitte. What's the matter, Sister? He's angry. Auch nicht aufgefallen. Kennst mal. Na gut, ab. Ja, ich weiß nicht genau. Für ein junges Mädchen. Würden Sie so etwas anziehen? Gestatten Sie. Meine Nichte hat die gleiche Figur wie Sie. Gefällt er Ihnen? Ich weiß nicht. Einen besseren, einen schöneren. Hallo Sie! Darf man den auch mal ran? Läuft nicht. Hm? Frau Rita Geier wird gebeten, sich sofort am Informationsschalter zu melden. Die Information, wo ist die? Da vorne rechts.
Bitte, Frau Geier, würden Sie nachsehen, ob nichts fehlt. Ausweis, Portemonnaie, Brille. Alles da? Alles da. Es gibt doch noch ehrliche Menschen. Das Schlüsselbund. Das Schlüsselbund? Das Schlüsselbund ist nicht von mir. So. Fahren Sie Wormser Straße Nr. 7. Zweiter Stock rechts bei Geier. Einbrecher mit gestohlenem Schlüssel wie Fahndungsblatt römisch 3-2. Auftrag verstanden. Ende. Keule, hol doch mal den nackten Mieter aus dem Nebenzimmer. Jetzt einmal. Was ist mit dem Porzellan? Mensch, ist echtes. Lass das stehen. Ja, aber wir haben keine Zeit. Viel Arbeit, oh, viel Arbeit. Einen Blick in mein Bad. Bitte nur einen Blick in mein Bad. Ich habe auch guten Cognac. Hör mal davon um die Ecke. Ja. Wir haben immer weniger Vorsprung. Den Luxus, die Taschen abzugeben, leisten wir uns nicht mehr. Hm? Hm. Was ist denn das hier? Hast du eine Wohnung? Mach das Zeug ab, los! Lass er doch. Schnauze! Hier dreht jeder sein Privatding! Von Disziplin nie was gehört, was? Na los! Nee. Schmeiß das Ding in Gulli. Na los! Können sich nicht besinnen, wo Sie im Warenhaus Ihre Tasche verloren haben, an welcher Stelle oder an welchem Stand. Ich habe sie nicht vermisst. Erst der Lautsprecher machte mich auf den Verlust aufmerksam. Das Bild hat mein verstorbener Mann von einer Dienstreise aus den Niederlanden mitgebracht. Er war zwar Naturwissenschaftler, aber sehr musisch. Er schenkte es mir zum Namenstag. Das ist der größte Verlust, diese Barbaren. Also geklaut haben Sie die Klempner. Frau Geier, klauen, aber nicht mal mein Bad ansehen.
Wie viel waren es denn? Zwei oder drei. Wie viel genau? Och, ich sehe nicht mehr so gut. Sagen wir drei. Wie alt waren Sie? Junge Bengels, frech, mit langen Haaren. Na, können Sie etwas beschreiben? Wie groß waren Sie? Was hatten Sie an? Na, Klempner mit grauen Kitteln. Och, die machen sich doch heute nicht mehr die Hände dreckig. Handschuhe hatten sie an, so ein Fax. Handschuhe hatten sie an? Ja. Frau Professor, der PGH würde ich vielleicht einen Brief hinpfeffern. Erst lassen sie, wer weiß, wie lange auf sich warten, und dann klauen sie wieder Raben. Haben sie denn wenigstens alles repariert? Zu mir sind sie gar nicht gekommen, dieses Volk. Na, trugen Sie denn etwas bei sich, dass Sie meinen, dass es Klempner waren? Werkzeuge, Ersatzteile? Wieso? Na, Klempner tragen doch nicht graue Kittel. Na, wissen Sie doch genau, wie so ein Klempner aussieht? Die Bestecks kann ich am ehesten verschmerzen. Ich gebe ja keine Essen mehr. Die Verwandtschaft ist auch geschrumpft. Ich wollte einen Teil der Bestecks veräußern. Ich habe auch deswegen inseriert. Sie haben inseriert? Hat sich darauf jemand gemeldet? Na, gewiss doch. Es war ja altes Familiensilber. Ach, wäre ich nur auf das Angebot von dem Architekten eingegangen. Das hätte diesen Barbaren die Beute geschmälert. Man soll sich nicht so lang bedenken. Frau Geier hat ein Inserat aufgegeben. Können Sie sich noch erinnern, wer sich darauf gemeldet hat? Ich habe 8 Briefe auf das Inserat erhalten und 4 Herrschaften haben persönlich vorgesprochen. Das Inserat war betont zurückhaltend abgepasst, nur für Kenner von Bedeutung. Man sollte mir nicht das Haus einrennen. Welch müßige Vorsicht. Persönlich vorgesprochen, hier in Ihrer Wohnung? Gewiss. Ich habe Ihnen ja die Bestecks gezeigt. Und können Sie sich noch an die einzelnen Interessenten erinnern? Da war zunächst der Architekt. Der war von außerhalb. Ach, seine Karte müsste ich noch haben. Eine grundsolide Erscheinung. Hier, Peter Edmund Brücher, Baumeister, Architekt. Ja, der feilschte mir nur zu sehr. Deshalb wurden wir nicht handelseinig. Darf ich mal? Bitte. Da war da noch ein junger Mann, sehr artig, sehr höflich. Man muss fast sagen, nicht zeitgemäß. Aber der kommt wohl nicht in Frage. Der hat sich unter dem Besteck etwas anderes vorgestellt. Meine Stutzuhr hat ihn dann fasziniert. Mein Gott, die Stutzuhr ist ja auch weg. Was werde ich noch alles vermissen? Wir müssen ohnehin eine Aufstellung machen. Wie war der Name des jungen Mannes? Ja, er hat sich vorgestellt. Aber wissen Sie, Namen beim Vorstellen sind wie Unterschriften, unleserlich. Ach, der ist wohl uninteressant. Der hatte ja keine Ahnung, was die Stutzuhr oder die Bestecks wert waren. Ach, Sie meinen, die Interessenten waren das? Viel wirst du nicht gefunden haben. Die Brüder hatten Handschuhe an. Außerdem sind die viel zu gerissen, das wissen wir aus den anderen Fällen. Da auf dem Schreibtisch der Abdruck eines Herrenschuhs. Na, wenigstens etwas. Da, mit dem Ding gehe ich schon schlafen. Also, Fall Nummer 4. 4 ähnliche Fälle in 4 verschiedenen Stadtbezirken. Ergibt das einen Sinn? Ja, die Kerle sind ganz schön ausgebufft. Na, ergibt das eine Spur? Was fällt dir ein, wenn du auf den Stadtplan siehst? Mir fällt ein, dass hier etwa meine Wohnung liegt, die ich demnächst mal wiedersehen möchte. Und hier unser Chef sitzt, der uns anniesen wird, wenn sich der Nebel für uns nicht bald lichtet. Naja, vielleicht ist das Inserat so eine lichte Stelle. Das hatten die auch noch nicht drauf, auf ein Inserat eine Wohnung auszukundschaften. Ja, das scheint mir auch so. Frau Geier ist eine zurückgezogen lebende Frau. Den Hausvertrauensmann fertigt sie an der Wohnungstür ab. Soll ich den Bekanntenkreis der Frau Geier erstmal links liegen lassen? Ach, den übernehme ich. Ich glaube, du hast mir Geschick für das Inserat. Einverstanden? Einverstanden. Ich habe mir Geschick fürs Inserat. Bitte? Bitte 100 Gramm Krakauer Salat und 100 Gramm Delisalat. Meine Handtasche! Meine Handtasche! Besser Gott, meine Handtasche! Mein Geld! Meine Papiere! Meine Schlüssel! Ist zu groß? Nehmen wir einen kleineren, wa? Mach 10 Mark. Ja, den nehme ich. Er ist gut, ja? Bitte schön, meine Dame. Hab ich hier meine Handtasche liegen lassen? Was ist? Meine Handtasche ist weg. Hast du was gesehen? Nein. Wir haben nicht gesehen. Das ist ja jetzt schon das zweite Mal. Thank you.
Kommt ihr vom Onkel Doktor? Abhauen, Leute, nicht wie abhauen, ehe sich unsere Gesichter merkt. Nicht doch. Das Kind hat auch Fieber. Hm? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Ah. Ein heißes Köpfchen hast du. Hm? Wie heißt du denn? Isabel. Hürtem. Jakobstraße 4a. Sie können aber auch Isa zu mir sagen. Na, ist gut, Isa. Dann wollen wir mal sehen, was wir mit dir machen. Also, hast du keine Angst, nicht? Nein. Was will denn mit dem Kind anstellen? Wies nicht. Du, hör mal, Bernd. Und deinen Namen! Merk, hat die Wunde aus bei der Ohr, ne? Und das Kind ist dir entlang. So ein Vorschlag. Nein, der Pumperfeuer nicht an. Aus mit der Ehe. Weißt du, was hier Schlaftabletten sind? Kennen wir da nicht aus. Quatsch, nee, du hast ja sonst so ein Zeug. Und jetzt zieht nie rum. Mensch, du kannst ja dem Kind keine Schlaftabletten geben. Und warum nicht? Soll sie uns wiedererkennen, hä? Also bitte! Hier, diese. So, willst du den jetzt mal umbringen? Ja, aber du hast doch was am Kopf. Aber wenn sie richtig pennt, hat sie uns vergessen. Sind schwach oder starke? Starke. Also schwacher. Hör mal, mein Kind, wir sprechen uns noch. Setz dich hin! Sing mir was vor. Was denn? Ich kann es. Du warst doch im Kindergarten. Nee. Ich war im Kinderheim, weißt du? Na, dann sing mir was vor. Ja, ja, ich sing ja schon. Kennst du... Ey, ging er mal spazieren? Nee, dann sing vor. Ja. Ich ging einmal spazieren. Nanu, nanu, nanu. Ich ging einmal spazieren. Was sagst du denn dazu? Ich ging einmal spazieren. Bums, Waldera. Ein Mädchen hat dich führen. Tada. Hier habe ich immer Saft von der prima Medizin. Das nimmst du jetzt und dann kannst du wieder rumrennen und spielen. Lutschbonbon, warte mal, so. Und einen Schluck Saft. Und dann nimmst du noch einen Schluck Saft und noch zwei Lutschbonbons, nicht? Was gibt's denn der da? Eine prima Medizin, hast du doch gehört, ne? Ein Kind, drei Tabletten? Ach, das reicht das Zeug. Komm, trink aus. Hm? Wir räumen hier ein bisschen um, weißt du? Da freut sich deine Tante. Bist du dumm? Wieso bin ich dumm? Ich habe keine Tante, ich habe eine Oma. Oh, na, die freut sich erst. Na los, 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 fang an. Sieht ein bisschen blass aus. Na, das kommt davon, wenn man nicht richtig arbeitet. Scheiße, verflucht, heute geht doch alles schief. Das hat uns gerade noch gefehlt. Sie müssen hinterher. Den kleinen Radfahrer greifen wir uns. Wie kann der ohne Zeichen? Ich hab schon sowas geahnt. Bin runter mit der Geschwindigkeit. Ich hab gebremst wie der Teufel. Wer kann denn mit sowas rechnen? Sie müssen hinterher. Die Eltern von dem Jungen sind dran. Ich habe mein Möglichstes getan. Tut mir leid. Naja, ist ja so gut wie nichts passiert. Meinen Sie? Meiner hat auch mehr abgekriegt als Ihrer. Also,
Wir sind uns einig, ja? Ist ja so gut wie nichts passiert. Auf Wiedersehen, ich hab's eilig. Sie wollen dem kleinen Radfahrer nicht hinterher? Wozu denn? Bei der Kleinigkeit. Tschüss. Ich fühle mich nicht schuldig. Bin ja runter vom Gas. Wenn ich nicht so reagiert hätte, wäre sonst was passiert. Das hätte uns gerade noch gefehlt. Ein Unfall und die Polizei. Mann, hör auf mit dem Verkehr. Ich hab auch bloß Nerven. Gib mal Keule, Sach. Da. So, und jetzt geht Keule seiner geregelten Arbeit nach. Jetzt habe ich auch keine Meinung dazu. Na, verstehe schon, hm? Auf den Schreck möchtest du lieber einen heben. Eine kleine Erholung habe ich mal verdient. Na, dafür hättest du ein anderes Vorleben aussuchen müssen. Keine Arbeitsplatzbindung. Sag mal, soll ich dir vielleicht eine Entschuldigung schreiben, hm? Konnte nicht zur Schicht kommen, weil früh beim Clown überanstrengend. Mensch, mach doch keine Menge, Henke. Sag mal, wann geht denn das endlich in deinen Holzkopf rein? Wir dürfen nicht auffallen. Ihr beide wollt ja bloß alleine sein. Ja, na sicher. Denkst du, ich befasse mich jetzt mit der hysterischen Ziege? Klar, ihr wollt alleine sein. Und du willst dich vor der Arbeit drücken. Los, Abmarsch. Der Blasiusstraße ist eingebrochen worden, Blasiusstraße 14 bei Hirte. Die haben da ein Kind Schlaftabletten schlucken lassen. Blasiusstraße 14 bei Hirte. Die haben das Kind Schlaftabletten schlucken lassen. Das Kind wird sonst sterben. Frau Doktor, wie steht's mit der Kleinen? Ihr Zustand ist kritisch. Besteht Lebensgefahr? Jetzt nicht mehr. Sie ist noch rechtzeitig gefunden worden. Der Anrufer hatte eine junge Stimme und sprach Dialekt. Namen hat er keine genannt. War es die gleiche Truppe, die hier eingebrochen ist? Das fehlte uns noch eine zweite Truppe auf eine ähnliche Tour. Warum ist das Abliefern der Handtasche ausgeblieben? Diese generöse Geste. Vielleicht ergab sich das nicht in der Markthalle. Ach, in der Markthalle kann man ebenso gut eine Handtasche auffinden lassen wie im Warenhaus. Gehört der Anrufer zu den Einbrechern? Der gehört bestimmt zu der Truppe. Seit wann ist Ihre Enkelin bei Ihnen in Pflege? Seit vorgestern. Mein Gott, wie soll ich denn bloß vor meine Schwiegertochter treten? Ich bin noch gar nicht so lange weg gewesen. Ich hab bloß ein paar Besorgungen gemacht, genau wie immer. Frau Hirte, haben Sie inseriert? Inseriert? Wieso? Um etwas zu verkaufen. Schmuck, Porzellan, Münzen, Gemälde. Also Dinge vom Wert. Nee. Nee. Hier bin ich mit meiner Familie glücklich gewesen. Hier wird nicht verramscht. Frau Hirte, können wir gemeinsam feststellen, was fehlt? Fühlen Sie sich dazu in der Lage? Ob hier was fehlt, ist doch wohl jetzt egal. Mein Gott, ein krankes Kind umbringen wollen. Wer macht denn sowas? Meine kleine Isa. Was wird bloß deine Mutter dazu sagen? Kann ich dran denken. Sie müssen solche Menschen unschädlich machen. Menschen, die Kinder umbringen wollen. Sie müssen was tun. So tun Sie doch was. Wir brauchen Ihre Hilfe, Frau Hirte. Fassen Sie sich, Ihre Enkelin ist außer Lebensgefahr. Wenn wir feststellen, was gestohlen worden ist, dann kommen wir auch dahinter, wer es gestohlen hat.
jetzt auf Kino, hm? Wieder noch nicht. Lass mich nicht mit Keul allein, hm? Also komm, sei brav und geh wieder in die Heier, hm? Immer um 2:30 haust du ab. Muss das sein? Ja, das muss sein. Was für eine andere Freundin, wa? Quatsch. Du, wollen wir nicht ein bisschen lieb sein? Bisschen schmusen? Hm? Was denn? Hier im Bad? Hast du keine Fantasie? Lass mich schon so lange dürfen. Lass doch den Quatsch. Wenn jetzt Keule kommt, ne? Außerdem kannst du ruhig ein bisschen nett zu ihm sein. Der Klotz. Ja, der springt uns noch ab. Und du weißt, was der alles auf dem Kasten hat, ne? Wir brauchen ihn. Frisst dir doch aus der Hand, ne? Manchmal denke ich, du stehst gar nicht mehr. Hm? Ich brauch dich doch, mein Baby. Hm? Bist doch mein Darling. Ach, so macht man das. Mich macht man besoffen und ihr treibt's dabei kernig im Bad. Na, hör mal zu, Keule. Halt deine Fresse, Zuhälter. Nimm deine geilen Pfoten von Rosin, also, ja? Also, hör mal zu. Also Keule, lass sie doch erklären. Keule? Mit Keule, Mensch, auf Keule! Aber, auf du, oh, du Keule, deine Schwein! Keule! So, jetzt kannst du mit dem Ref weiterpennen. Dann holen wir dich zurück. Hast du nie gehört? Ja. Ist er weg? Das hast du nur davon. Jetzt sind wir wenigstens allein. Ah, das sind wir allerdings. Mann, ist denn so schlimm? Hol ihn wieder ran. Das wirst du nicht. Das soll sich erst mal abregen. Ich rede mit Keule. Wie gnädig. Du sollst nicht mit ihm reden, du sollst ihn an uns binden. Strategie. Aber das geht ja nicht unter deinen Pony, ja? Was wird nun? Gar nicht. Die ganze Tour mit den Schlüsseln und den Handtaschen, die ist mir zu abgenuddelt. Sag mal, willst du Schluss machen? Ich will Pause machen. Und was wird aus mir? Der Wutanfall von Keule war ein Wink. Wir müssen mal kürzer treten. Uns weniger treffen. Nichts mehr unternehmen. Sehen wir uns jetzt nicht mehr? Doch, doch. Bloß nicht mehr so oft. Wir müssen hart sein gegen uns, Darling. Hm? Kopf hoch. Die Taktik verlangt das. Ich übersehe das besser. Die kommen uns sonst noch auf die Schliche. Und was wird das uns dann wünschen? Oh, wenn ich die jetzige Beute zu Geld mache, gehen dir die Augen über. Nanu, Abada, haben Sie Krach zu Hause? Was treibt Sie zu dieser Jahreszeit hier raus auf Ihre Kolchose? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Wasser abstellen, Fenster schließen, irgendwas beim Winterfest machen. Warum haben Sie nicht angerufen? Hätte ich mal nachgesehen. Wozu habe ich einen Schlüssel? Ah, frische Luft tut einem gut, auch um diese Zeit. Ah. Ich komme nachher mal vorbei, ja? Mit einem guten Schnaps. Stets willkommen. Hierher. Thank you.
ist ja echt. Leutnant, bei mir ist eingebrochen worden. Einbruch in unserer Gegend? Ja. Sie haben doch ein Wochenendhaus am Bölosee. Genau so ist es. Und ist Ihnen irgendwas gestohlen worden? Fehlt was? Im Gegenteil. Man hat mir das ganze Haus vollgestellt. Mit irgendwelchem Trödel. Vollgestellt? Ja, man hat mir nichts gestohlen. Man hat mir die ganze Bude vollgeknallt. Eine goldene oder vergoldete Sprungdeckeluhr. Ohne Markenzeichen. Moment mal. Mit der Melodie üb immer Treu und Redlichkeit. Du kennst dich aus dem Lied, gute Reaktion. Kurze Belobigung. Jawohl, haben wir. Ja. Eine Ikone, der heilige Georg im Kampf mit dem Drachen. Steht das drunter? Man kennt sich aus in Mythologie und Weltreligion. So, und nun zu den Fotosachen. Mein Name ist Bader. Friedrich Bader. Mhm. Ich bin Goldschmied und Juwelier. Goldschmied und Juwelier? Ja, das macht doch die Sache so peinlich. Sie könnten doch glauben, ich wäre ein Hehler. Sie müssen nicht auf solche Gedanken kommen. Natürlich wäre eine solche Ansammlung Material für mich. Ich könnte es umarbeiten und unter die Leute bringen. Aber ich schwöre Ihnen, ich habe keinen Schimmer, wie diese Dinge hierher kommen. Sie benutzen das Haus um diese Zeit nicht mehr. Nein, nein, es ist ja schon winterfest gemacht. Es könnte sich also um jemand aus Ihrem Bekanntenkreis handeln. Wieso? Um jemand, der Ihre Lebensgewohnheiten genau kennt. Aber ich bitte Sie. Die ganzen Wochenendhäuser sind doch hier schon längst dicht gemacht. Man braucht dazu keine nähere Bekanntschaft, nur Beobachtung. In meinem Bekanntenkreis ist niemand, der solche Dinge hortet. Es handelt sich doch um Diebesgut, nehme ich an. Zu wem haben Sie von dem Fund hier gesprochen? Zum ABV. Zu niemand sonst? Nachbarn oder Angehörigen? Zu niemand sonst, mein Wort darauf. Das ist gut. Ich werde doch nicht herumlaufen und erzählen, in meinem Haus ist ein Diebeslager. Ich muss Sie auch bitten, eindringlich bitten, weiter zu schweigen. Zu niemandem ein Wort. Sie gefährden sonst unsere Ermittlungen. Ja, ich schweige. Mit meiner Frau stehe ich sowieso nicht so gut. Aber wie erkläre ich meinen Nachbarn ihre Anwesenheit? Wir sind alte Bekannte. Auf einen Sprung vorbeigekommen, ja? Sie sind Gartenarchitekten. Wir haben über meinen Garten gesprochen. Auch gut. Herkunft geklärt? Ach, es ist wie Weihnachten. Die Beute aus den vier Einbrüchen nahezu komplett vorhanden. Dazu Sachen, von deren Herkunft wir nichts wissen. Ist wirklich wie Weihnachten. Endlich ein Lichtblick. Jetzt hört's auf mit den Schlafstörungen und Magendrücken. Jetzt geht's den Brüdern an den Kragen. Was ist mit dem Bader? Na, den haben sie wirklich ein Kuckucksei ins Nest gelegt, ohne viel zu fragen, nehme ich an. Leutnant Vera Amt. Ich appelliere an die finstersten Ecken Ihrer Fantasie. Solange es unter uns bleibt, dann appelliere. Nehmen wir mal an. Du hättest hier diesen ganzen Schwung zusammengebracht. Du hättest aber keine Lagerkapazität. Müsstest es in fremde Wochenendhäuser einlagern. Das geht doch nicht ewig gut. Bis zum Frühjahr muss doch alles wieder weg. Ich müsste eine Hehlerorganisation aufziehen. Organisation ist bei uns nicht drin. Gott sei Dank, würde ich als Atheist sagen. Ich biete das meist den Inseraten an, in der Bezirkspresse, in den entfernteren Bezirken natürlich, und den Rest den vertreibe ich unter der Hand. Ja, in diesem Fall wimmelt es von Inseraten. Wir werden sehr viel die Bezirkspresse lesen müssen. Und ich kümmere mich um Inseratenannahmestellen, wie gehabt. Genau. Und das Diebeslager hier ist der klassische Köder. Überlegst du, wie du mir das klar machen willst? Wir müssen genau abwägen. Das Diebeslager oder der Bekanntenkreis von Bader. Niemand weiß hier etwas von dem Fund, außer Bader. Und das muss den Einbrechern zur Falle werden. Die müssen doch irgendwann mal hier auftauchen. So ist es. Also, das Haus hier wird bewacht. Und wenn die Einbrecher kommen, um abzuladen oder abzuholen, schnappt die Falle zu.
Hoffentlich haben nicht zu viele uns und den Bader hier gesehen. Ach, Mädel, bring mich nicht um meine gute Laune. Die Falle muss schnappen. Der Onkel Bernd hat mir was zu trinken gegeben und dann die Medizin gegeben. Und woher weißt du, dass der Onkel Bernd heißt? Die Tante hat ihn so genannt. Ach, da war auch noch eine Tante dabei. Ja, die hat sich aber nicht so um mich gekümmert. Oh. Und ein anderer Herr hat gesungen. Ah, bist du ein kluges Mädchen. Wie alt waren die Onkels und die Tante? Och, sie waren alt. Sie waren schon richtig groß. Ja? So alt wie die Omi vielleicht? Nein, so alt nicht. Wie die Mutti? So alt wie Onkel Brettschneider. Das ist ein junger Mann hier im Haus. Der hat Isa mal das Radfahren beigebracht. Hm? Und so alt war der Onkel Bernd. Ja, aber der Onkel Bernd war ein Schicker und die Tante war auch schick. Deine Krankheit. Hallo? Hallo, liebe Kollegen. Meinen Sie uns? Genau. Könnten Sie den Kollegen Keule mal entbehren? Tja, sind Sie eine Verwandte von ihm? Ich stehe ihm nah. Aha. Er sollte zwar ein Bier mit uns trinken, aber heute entlassen wir ihn. Hoffentlich revanchieren Sie sich auch mal. Man nennt mich hier den Disco-Pit. Mann, du geh schon, du Stiesel, ehe ich mich reinhänge. Mann, nur Mann. Wie kommt denn der zu so einer Traumpuppe? Du bist vielleicht ein Vogel. Warum hast du dich so lange nicht sehen lassen? Hast dich geniert, weil du im Bartbild West gespielt hast? Du, fand ich eigentlich prima und mich haben sich noch nie welche geklopft. Du riechst wie ein Aktivist nach Öl und Handwaschpaste. Die stecke ich gleich unter die Dusche. Einverstanden? Du, ich habe mir so Kesselgulasch gemacht. Futterst du doch so gern. Beim Essen habe ich ein prima Thema. Interessiert dich wohl nicht, was? Ist dein Bellamy auch dabei? Nee, der kommt erst zum Kompott. Du, stell dir mal vor, die Polenta hat unser Versteck entdeckt. Na ja, Bellamy hat was ausgeheckt. Den werden wir ein Schnippchen schlagen. Konsul 1 für Konsul 2 kommen. Konsul 1 hört. Konsul 2 meldet. Befohlene Einsatzkräfte am Standort. Seestraße, Höhe Teichgraben. Konsul 1 verstanden. Na, habt ihr es schon warm? Ja, wir haben Tee. Ein Grog wäre uns lieber. Das könnte euch so passen. Ende. Ja, Herr Moritz, Sie haben doch den Schlüssel für das Wochenendhaus von Herrn Bader. Wer spricht denn da? Hier ist Friederike Bäuerlein, es ist dringend. Sie haben doch den Schlüssel für die Datsche. Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Wissen Sie, ich kam vorhin mit dem Rad vorbei. Da machten sich welche in der Datsche zu schaffen. Die macht noch gleich Licht aus. Ich sag Ihnen, das sind Einbrecher. Wie war Ihr Name, Fräulein? Friederike Bäuerlein. Sie kennen mich bestimmt vom Sehen. Sie wollen mich wohl hochnehmen, Fräulein, was? Nein, ich beschwöre Sie. Da machen sich welche zu schaffen. Na, was haben Sie denn da zu suchen, wenn Sie nichts vorhaben? Sie haben nicht geträumt? Nein, wozu haben Sie denn den Schlüssel, wenn nicht für solche Zwecke? Na, sehen Sie doch mal nach, was kostet Sie denn das schon? Na gut, aber wenn Sie mich verklatschen... Nein, das ist mein heiliger Ernst. Was erzählst du da für Räuberpistolen? Nicht so laut, Mann. Bei Bader sollen welche eingestiegen sein. Das ist ja ein Ding. Hast du gesehen? Nee, noch nicht. Schnapp den Knüppel, wir gucken mal nach. Knüppel? Dem hau ich ein paar Maulschellen. Dann hat sich der Laden. Nicht so laut, Mann. Hast du denn für Schuhe an? Na, Hausschuhe, Mann. Alles geht. Komm, aber schlurf nicht so. Hier, Konsul 1. Eben haben zwei Gestalten das Grundstück betreten. Leise, Mann, leise! Verbrecherjagd mit dir kostet Nerven. Na, du quatschst da immer. Komm. Die Eindringlinge machen sich jetzt an der Tür zu schaffen. In welcher Reihenfolge gehen wir ins Haus? Ich gehe schon als Erster.
Na, ist ja gut. Du stürmst vor und ich schneide den Rückweg ab. Sag mal ruhig. Die Verdächtigen benutzen Schlüssel. Sie schließen am Vordereingang. Könnte das nicht der Besitzer sein? Komm. Nein, der Besitzer ist es nicht. Den kenne ich. Jetzt ist er auf. Wo ist denn der Lichtschalter? Wenn du reinkommst, gleich an der Tür rechts. Alles gut. Die Verdächtigen haben jetzt die Tür aufgeschlossen. Einer geht noch zur Hausecke. Wahrscheinlich zur Sicherung. Na los, Sprung auf, Marsch, Marsch. Volkspolizei. Abfahren. Was denn? Stellen Sie sich mal gleich daneben auf. Ich wollte bloß nachsehen. Hände an die Wand, Beine breit. Frieder, nur sag doch mal was. Klär doch die Sache mal auf, Mensch. Halt die Klappe. Du hast mich in eine schöne Sache da reingerissen. Abtransport. Ja, das Warten hat sich gelohnt. Herr Wachtmeister, ich bin der Nachbar. Ich habe einen Anruf bekommen. Ich wollte nur mal nachsehen, ob hier alles in Ordnung ist. Das ist doch nicht richtig, was Sie da machen. Ich bin der Nachbar, der Moritz von nebenan. Mich hat eine Frau angerufen, Friede Bäuerlein oder so ähnlich. Die hat mich angerufen, die ist hier mit dem Rad vorbei. Ist das klar? Fein sehen wir aus. Oder? Ich dachte, wir haben die richtigen. Ich war direkt froh. Menschenskind, ihr wart doch zu dritt. Hättet ihr wenigstens einen Mann zurückgelassen. Klauen uns das Zeug unterm Hintern weg. Die dreisten Strolche. Also die K-Technik kann dann ran. Geben wir unsere wunderschöne Falle auf. Den kümmerlichen Rest werden Sie sowieso nicht mehr holen. Die Frau Hirte hat nicht inseriert, aber sie war Kundin bei Bader. Kundin bei Bader? Hm, das passt. Du denkst, Bader hängt damit drin? Nein, nein, das weniger. Sonst hätte er uns das Liebeslager nicht verraten. Aber unsere 2 bis 3 Klempner, die hängen irgendwie an Bader dran. Es waren 2 junge Onkels und eine schicke Tante. Also 3, sagt die kleine Hirte. Und wenn die 3 nicht mit Bader zusammenhängen, wenn sie das Haus beobachtet haben und Baders und unsere Anwesenheit sie gewarnt hat. Und woher wissen simple Beobachter vom Schlüssel bei Moritz? Nein, nein, der Streich, den man uns gespielt hat, hat doch etwas Gutes. Wir brauchen nicht mehr zweigleisig zu fahren. Wir können uns voll auf Bader und seine Umgebung werfen. Eins meine ich auch, Bader hat nicht dicht gehalten, wie er uns versprochen hat. Na ja, und einer aus seiner Umgebung hat von den Vorgängen hier im Haus erfahren. Also keine Berge von Bezirkspresse, keine Inserate mehr? Keine Inserate mehr. Der Komplex Bader wird jetzt Schwerpunkt unserer Ermittlungen. Ich hab Schluss gesagt! Man darf den Bogen nicht überspannen. Na, strengt doch euren Krebs mal an, wir sind 3. Und die, na? In dem Punkt sind die uns über. Popel nicht. Wir haben gerade unser Meisterstück geliefert und auf das dürfen wir eine ganze Weile stolz sein. Aber jetzt müssen wir uns erstmal totstellen.
auf Tauchstation gehen. Wenn wir schlau sind, kommt uns nie auf die Spur. Wir suchen sich dumm und dämlich, aber wir dürfen ihnen noch keine neue Spur mehr liefern. Was geschieht mit dem Zeug da? Die Säcke hole ich übermorgen zusammen mit Keule ab. Das wird unsere letzte gemeinsame Aktion. Das bringt einen schönen Preis. Ich glaube, wir sind doch bloß Popleganoven. Warum sagst du denn sowas? Hatten wir nicht eine schöne Zeit? Haben wir nicht bewiesen, dass uns was einfällt? Dass wir was losmachen können? Unser Keule bringt ja nicht das verschlossenste Auto zum Rollen. Und Rosi mit ihrem superklasse Klebstoff an den Fingerchen. Und meine grauen Zellen, na? Ich sag euch, ich wäre in jeder Westgang die große Nummer. Keule, sag du doch mal was. Hast du gehört? Er wäre die Nummer. Mit der Klappe. Wer kümmert sich in Zukunft, dass Keule mal zur Arbeit geht? Wer kümmert sich um mich? Ich dachte, wir wären eine richtige Gemeinschaft, dabei sind wir nur miese kleine Klauer. Zieh doch nicht alles so runter. Wir müssen uns ja nicht für ewig trennen. Aber ein halbes Jahr Pause und Auflösung. Keule, wir machen alleine weiter. Den brauchen wir nicht. Himmelarsch, das werdet ihr nicht. Das werden wir doch. Die werden euch kriegen. Nur weil uns deine kleinen grauen Gehirnzellen fehlen, was? Ja, genau. Und wenn sie euch kriegen, kriegen sie auch mich. Du hast doch mit uns nichts zu tun. Ich halte doch nicht dicht. Hör auf mit Saufen. Los, ich bring dich auf Arbeit. Oh. Noch bin ich Chef und noch tut, was ich sage. Handelt es sich um eine jüngere Dame oder um eine reifere? Es ist eine reifere Dame. Ja, da hätte ich etwas Interessantes für Sie. Guten Tag. Ja, Entschuldigung. Darf ich ihn mal sehen, bitte? Hm? Sie wünschen, meine Dame? So, zufrieden nennt man den. Ich habe hier einen Schmuck. Da ist das Kettchen gerissen. Und der Verschluss ist auch kaputt. Hm. Tja, es ist ein sehr schönes Stück. Mhm. Darf ich mal sehen? Entschuldigung, haben Sie eine Weile Geduld, ja? Ich muss mich jetzt mit dem Chef beraten. Aber natürlich. Kleinen Augenblick, bitte, ja? Bitte. Sehr schön. Ja, Herr Bader. Sehr schön. Hm? Die Kundin, der Schmuck hier. Freund, was bedienen Sie weiter? Ja, bitte. Ja. Soll es der sein? Guten Tag, meine Guten Tag. Das ist ja wirklich ein wunderhübsches Stück. Das wird mit viel Liebe und Sorgfalt gemacht sein. Brauchen Sie den Schmuck dringend? Auf Wiedersehen, der Herr. Wiedersehen. Bernhard. Parkhäuserstraße 6. Parkhäuserstraße 6. So, danke schön. Ich habe zu danken. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Bader, kann ich mich in nächster Zeit um meine Schwester kümmern? Ab und zu vormittags. Sie ist wieder krank. Ach, Rosi. Du und deine kranke Schwester. Ist das wirklich die Schwester? Was Sie immer denken, Herr Bader. Du bist in letzter Zeit ein bisschen kühl zu mir. Was soll ich denn daraus sagen, hm? Ja, könntest du sagen. Du könntest am nächsten Wochenende mit mir auf meine Datsche fahren. Ich denke, das ist die Polizei. Nicht mehr. Die Datsche ist jetzt sturmfrei. Einverstanden, mein Rosimäuschen? Ihre Frau. Und Sie dekorieren die Vitrine um Feuernfoss. Ist recht, Herr Bader. Schön haben Sie es hier. Schön groß und hoch. Wohnen Sie allein? Nein, mit meiner Schwester. Die ist aber leider für längere Zeit verreist. Mhm. Ja, ja, das wäre mein Traum, eine so schön eingerichtete Wohnung. Sie sind ja noch jung. Sie werden es schon schaffen. Ja, früher, als Mann und Kinder noch lebten, war es schöner. Na, was bringen Sie mir Feines? Sind das alles Originale? Oh ja, manche schon. Mhm. Uns ist eine dumme Sache passiert.
Beim Einordnen für die Reparatur ist Ihr Reparaturbon verschwunden. Oh. Das ist alles. Sehen Sie, ich bringe Ihnen einen neuen. Dankeschön. Hier. Und die Firma Bader bittet in aller Form um Entschuldigung für dieses Missgeschick. Dazu besteht gar keine Veranlassung. Ich finde, die Firma Bader reagiert wunderbar. Dankeschön. Ich habe ja auch gar keine Unbequemlichkeiten. Im Gegenteil. Ich freue mich über Ihren Besuch. Soll ich uns Tee machen? Oh nein, bitte nicht. Also für mich ist jetzt noch Arbeitszeit. Na, aber ein Likörchen nehmen Sie doch. Dafür reicht die Zeit bestimmt. Na ja, dazu schon. Ich trinke diesen Rosenlikör zu gern. Natürlich nur in Gesellschaft. Immer wenn Besuch kommt, trinke ich einen. An dieser Karaffe nippe ich allerdings schon das ganze Jahr. Sie haben wohl wenig Anhang. Ja. Alle sind weit weg. Ja, ja. Es ist etwas ruhig um mich geworden. Und Sie? Haben Sie Freunde an Ihrem Beruf? Na ja, schon. Früher wollte ich studieren, aber es hat nicht geklappt. Studieren, so. Aber Sie sind ja von angenehmen Dingen umgeben. Tag aus, Tag ein. Die ich verkaufe. An andere. Selbstverständlich. Sie hätten manches gerne selbst. Auch dies und jenes schon. Tja, aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Selbstverständlich. Ich bringe Sie zur Tür. Kommen Sie. Und wenn Sie es einrichten können, besuchen Sie mich wieder. Hm? Ich freue mich immer. Denn Sie wissen ja, Rosenlikör. Ja, gern. Vielleicht kann ich Ihnen bald Bescheid geben über die Reparatur. Fein. Und vielen, vielen Dank für Ihre Mühe. Ja, nicht zu danken. Wiedersehen. Genosse Oberleutnant, eben hat mich die Goldschmiedeangestellte Rosi Voss aufgesucht. Ach wo, die hat nichts gemerkt. Sag mal, bist du bescheuert? Was willst du denn hier? Ich hab nie gesagt. Du, das ist die Fundgrube. Die alte Salein, die ist schon ganz klapprig. Die Schwester ist verreist. Die Bude, die knackt vor kostbaren Dingen. Du, ich sag, da tropft der Zahn. Also noch mal ganz langsam und zum Mitschreiben, hm? Wir machen Pause. Sei doch kein Fuß. Ist doch die Gelegenheit, hm? Was ist denn für dich immer? Wenn du was für mich machen willst, ja, dann lässt du die Finger davon. Ich will, dass du zu mir zurückkommst. Sag mal, bist du gegen den Bus gelaufen, hm? Geht nicht in deinen Kopf? Ich komm bloß zu dir zurück, wenn du auf mich hörst. Ich tu was für dich und du kränkst mich. Na, nun wird's gemütlich. Nächstens bringst du deine Weiber noch in die Backstube, ja? Ja. Hier wird gearbeitet. Mhm. Schick deine Flamme nach Hause, schmeiß den Teig raus, wiegen ab. Du, wer war denn der Eierkopf? War mein Vater. Was? Du, die lässt dir bieten von dem Knacker? Der nennt mich Flamme. Dem würde ich aber Bescheid stoßen. Also bitte, halt dich da raus, ja? Und verzieh dich, du siehst ja, ich habe wirklich keine Zeit. Du hast wohl Angst vor deinem Alten. Die große Nummer jeder Westgang hat Schiss vom Teigpanscher. Also nun halt aber die Luft an. Lass die Finger davon. Wir reden noch mal drüber. Ich bitte dich. Du bittest? Sind ja ganz neue Töne, Herr Gangsterchef. Entschuldigung. Hören Sie, Fräulein, ich will Sie ja nicht kränken, aber mein Hof gefällt mir besser, wenn Sie nicht mehr drauf sind. Mein Sohn hat zu arbeiten. Ist ja gut. Halt ja an Rand. Oller Sackmensch. Dir kann man predigen wie einem kranken Pferd. Habe ich nicht immer versucht, dich bei der Stange zu halten, einen anständigen Menschen aus dir zu machen? Habe ich nicht immer wieder gesagt, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Disziplin. Ich rede mit dir. Ja, das merke ich. Na, und was erlebe ich jetzt? Die kommen bis in der Backstube gerannt, diese Rossenweiber. Wie denkst du dir das eigentlich? Er wird nicht wieder vorkommen. Was wird nicht wieder vorkommen? Lass sie hierher kommen. Ja, das will ich hoffen. Solange du bei mir lebst, da passiert, was ich sage. Ja.
Und wenn er das nicht passt, lass die Tür. Mensch, sag mal, hast du mich erschreckt? Hey, wie bist du hier reingekommen? Wie du reingekommen bist, will ich wissen. Dein Schloss kriegt man dann mit einer Narbe feil auf. Komm, 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 hau ab, verschwinde. Ich kann heute keinen sehen. Du sollst verschwinden, Mensch. Bist du taub? Wollt ihr mich alle fertig machen, ja? Willst du denn? Du hast mal hier noch an der Nase rumgeführt. Komm, hör auf. Ich hab jetzt keinen Sinn für eine Quartalsinventur. Du hast mal an der Nase rumgeführt, dein Bellamy zuliebe. Er ist nicht mehr mein Bellamy. Na, dann ist ja gut. Falls du mal wegschickst, könnt ja der Polizei mal einen Brief schreiben. Wird das alles so wahr? Da wärst du ja selber mit dran. Ach, das macht man nicht. Ich bin sitzen gewöhnt. Aber du, mit deinen zarten Fingerchen und deiner Ätschelhaut und dann graue Anstaltskleidung, da machst du keinen Chef, wa? Bist du gemein. Du warst auch gemein. Keule. Diesen Watzke-Bellamy brauchen wir eigentlich nicht, ne? Du, ich hab deine Sache ausgekundschaftet. Die können wir zwei alleine machen. Mensch, wir haben doch hier noch. Muss das sein? Tja, wenn du kein Mumm hast, Bellamy hat mir den Pelzmantel versprochen. Silberfuchs. Na, sehr gut. Das ist der Gurkenhobel des Atomzeitalters. Seien Sie doch was kostet der? Was haben Sie zu Hause? So ein verrottetes Ding von Großmutter. Und hier, Sie schieben die Gurke ein und schnitzeln von allein. Kleiner, tritt doch mal zurück. Lass doch mal die Mutti sehen. Und bitte schön, hier. Bitte schön. Sagen Sie, haben Sie so etwas zu Hause? Nein. Was es kostet, was es kostet. Lass ich doch nicht entscheiden, was es wert ist. Man fragt nach dem Wert des Dinges an. Und ich sage Ihnen, dieses Produkt soll Sie die Gurke einschieben. So, ihr Schnitzel. Es ist ein Wunderprodukt. Der Raumfahrttechnik. Konsul 1 für Konsul 4, kommen. Konsul 1, bitte kommen. Observierte Person hat soeben die Handtasche an sich genommen. Sie an einen jungen Mann weitergereicht. Kommen. Verstanden, Ende. Na bitte. Da kann es ja nicht mehr lange dauern, hm? Ihr Dilettanten? An eurer Stelle würde ich es lassen. Na los, steigt ein. Beide observieren.
involvierten Personen haben soeben einen Skoda Sport bestiegen. Verfolgung ist aufgenommen. Die Sache ist doch beschissen vorbereitet. Na ja, meine Lieben, ohne Hirn geht's nun mal nicht. Hochgehen sollte man nicht lassen, ihr Schwachköppe. Na ja, mal sehen, was wir daraus machen. Konsul 2? Hier, Konsul 2. Konsul 2, alles in Ordnung. Kommen. Konsul 3? Hier, Konsul 3. Verfolgen Skoda Sport. Skoda Sport hält Berg, Ecke Inselstraße. Kommen. Verstanden. Ende. Berg, Ecke Inselstraße? Das ist doch hier gleich um die Ecke. Jetzt geht's um die Wurst. Da hinten kommt einer, der sieht brauchbar aus. Hm. Du, sag mal, bist du Pionier? Ja, ich bin im Freundschaftsrat. Aha, ich brauche deine Hilfe. Ich habe einen Gehfehler, weißt du? Ich wohne hier in der 7 im zweiten Stock. Könntest du mir was holen? Ich gebe dir die Schlüssel. Mir fällt's nämlich schwer. Klar, mache ich. Also, wenn du reinkommst, ist rechts das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Links ist die Küche und das Bad. Da guckst du überall rein, ja? Ich brauche eine braune Einkaufstasche. Genau, wissen Sie nicht, wo das steht? Nein. Also Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad. Hast du verstanden? Die Rosi Voss hat soeben einem Schüler das Schlüsselbund ausgehändigt. Danke, Ende. Die Rosi Voss hat einem Jungen das Schlüsselbund übergeben. Was hat das zu bedeuten? Der Junge soll nachsehen, ob die Luft hier rein ist. Mit einem fingierten Auftrag. Wetten? Lieber nicht. Dann wollen wir uns mal dünne machen. Komm. Was machst denn du hier? Ich habe die braune Einkaufstasche nicht gefunden, da habe ich die karierte genommen. Das ist für die Frau, die hinkt. Welche Frau hinkt? Das ist so eine junge Schmucke und hinkt. Eine junge? Die hinkt? Komm, die zeigst du mir mal. Soll ich ihn aufhalten? Das macht so viel Aufsehen. Ich sag Bescheid. Na bitte, da stinkt doch was. Konsul 1 an alle. Der Skoda-Sport ist flüchtig. Fluchtweg in Richtung Bauernplatz. Plan Quadrat C. Zu schade zum Teig kneten. Muss gemacht werden, sicher, aber nie von mir. Mein Vater hat nie begriffen, dass ich geizig bin. Dass mir Bäckerbursche nicht genügt. Gehört die Überdosis Schlaftabletten auch zu Ihren geistigen Regungen? Schlaftabletten?
Schlaftabletten? Die Sie der kleinen Isa Hirte gegeben haben. Damit habe ich nichts zu tun. Ihre Komplizen haben dabei ein besseres Gedächtnis. Für mich haben Sie schlicht geklaut und dabei Menschenleben nicht geschont. Und ich denke, das Gericht wird es ebenso sehen. Abführen. Rosi hat mir schöne Augen gemacht. Mir Schmus um die Backe geschmiert. Ich bin so geschickt. Ich hab mit dir gemacht, weil Rosi dabei war. Ich hätte auch mit dir weitergemacht. Naja, wahrscheinlich haben sie mir noch ausgenutzt, mag sein. Ich rutsche eben immer in solche Truppen. Rutschen? Sie drängen sich in solche Truppen. Bei den ersten beiden, die Autos geknackt haben, waren sie doch der Anführer. Oder? Abführen. Dieser Bernd hat mir sehr gefallen. Ich war ganz vernarrt in den, meine große Liebe. Der sah nicht nur gut aus, der hat auch Ideen. Fand ich damals. Bis ich rauskriegte, dass er vor seinem Vater kroch. Dass diese eiskalte Bellamy Angst hatte vor zu Hause. Wäre ich früher dahinter gekommen, dann wäre mir ja das alles gar nicht passiert. Das hat Sie nicht gestört, dass ihr Bellamy dem Kind Schlaftabletten gegeben hat. Sie war ja dagegen. Aber ich habe mich einfach nicht durchgesetzt. War noch zu abhängig. Tja, ja. Eine Täterin aus Liebe. Sie haben von der Beute und ihrem Bellamy ganz gut gelebt. Diese herrlichen Blumen. Das war aber wirklich nicht nötig. Das ist aber nur unsere private Ehrung. Ach, kommt wohl noch mehr auf mich zu. Tja, Sie haben schließlich eine Menge geleistet, Frau Bernhard. Es hat mir ja auch Spaß gemacht, bitte. Danke. Und Sie haben Ihre Sache sehr gut gemacht. Na, na, so richtig haben Sie mir das Ganze nicht zugetraut. Na, hören Sie mal, hätten wir Sie sonst gebeten? Denen habe ich aber auch eine schrullige Alte hingelegt. Seit Jahren habe ich hier eine Karaffe Rosenlikör. Hat mir mal irgend so ein Sonderling mitgebracht. Das habe ich als mein Leitgetränk ausgegeben. Entsetzlich, ja, muss ich gleich einen Cognac trinken. Sie auch? Na ja, was macht man nicht alles aus Dankbarkeit?